Für die einen ist es ein Fehlschlag mit schweren Folgen, für die anderen ein Muss. Die Rede ist von einem weiteren Schuldenschnitt in Griechenland. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Börse Stuttgart Anleihenforum. Die Schulden des Eurostaates Griechenland, die steigen, anstatt zu sinken. Die Gläubiger, darunter Deutschland, diskutieren deshalb erneut, wie dem Land zu helfen ist. Einer der Vorschläge lautet, dass die Regierungen auf einen Teil ihrer Kredite verzichten sollen, die sie Griechenland gewährt haben. In einem Beitrag haben wir für Sie die aktuelle Situation zusammengefasst. Die Zeichen in Griechenland stehen weiter auf Sturm. Die Hellenen kämpfen um das Überleben. Geht es nach der Troika, soll Athen Hilfe von den anderen Euro-Staaten erhalten. Laut einem Medienbericht haben die Vertreter der EU, der EZB und des IWF einen neuen Schuldenschnitt vorgeschlagen. Die Idee soll in einer Vorbereitungssitzung für das nächste Treffen der Euro-Finanzminister vorgestellt worden sein. Betroffen sind demzufolge die öffentlichen Gläubiger, sprich die Euro-Länder wie Deutschland. Die sollen auf einen großen Teil ihrer Ansprüche verzichten. Die EZB wiederum ist von dem Vorschlag ausgenommen. Grund: Mit dieser Form der Staatsfinanzierung würde sie ihre Kompetenzen überschreiten. Allerdings sei die EZB bereit, ihre Gewinne aus griechischen Staatsanleihen zur Verfügung zu stellen. Ob sich der Vorschlag der Troika durchsetzt, erscheint jedoch zweifelhaft. Gerade in Deutschland stößt die Idee auf massiven Widerstand. Finanzminister Wolfgang Schäuble lehnt einen neuen Schuldenschnitt jedenfalls ab. Der sei auch rechtlich gar nicht möglich. Man gebe einem Schuldner, der alte Forderungen noch nicht beglichen habe, kein neues Geld, so Schäuble. Eine Möglichkeit, den Griechen zu helfen, sei dagegen ein Schuldenrückkaufprogramm. Heißt, Athen bekommt neue Kredite, um damit alte Anleihen zurückkaufen zu können. Damit könnten laut Schäuble pro geliehenem Euro 1,50 Euro Altlasten vom Markt genommen werden. Fakt ist, dass eine endgültige Lösung für die griechischen Finanzprobleme weiter aussteht. Die nächste Tranche aus dem Hilfspaket wird Athen Experten zufolge wohl bekommen. Der Kampf ums Überleben geht für Griechenland trotzdem weiter. Und über die Schuldenkrise spreche ich jetzt mit Michael Bloss. Er ist Wertpapierspezialist bei dem Europäischen Institut für Financial Engineering und Derivatikforschung, kurz EIFD. Herr Bloss, warum will die Troika den Schuldenschnitt? Naja, so langsam aber sicher findet man keinen anderen Ausweg mehr. Und deswegen hat man nur dieses Thema vorgeschlagen, auch wenn das staatsrechtlich überhaupt nicht einfach darzustellen ist. Weil Herr Schäuble hat schon recht, wir können nicht einfach hergehen und sagen, dann ziehen wir einfach von den Schulden nochmal was ab, erlassen euch das Ganze, das bricht die EU-Verträge, da müsste man Änderungen vornehmen. Und es ist auch nur sehr, sehr schwer, dem politischen Volk dementsprechend das klarzumachen, warum man das jetzt an dieser Stelle macht und es nicht schon viel, viel früher gemacht hat. Also ich habe so das Gefühl, das ist ein gewisses Gefühl von Hilflosigkeit, das die Troika hier ausstrahlt. Und was ist mit dem Geld, das Griechenland schon bekommen hat? Wofür geht das drauf? Naja gut, der Staat hat ja im Prinzip keine Einnahmen. Griechenland fehlt nämlich das, was alle anderen Staaten haben. Ihnen gefehlt ein Geschäftsmodell. Es wird nichts produziert, das Griechenland in die Welt hinaus exportiert, wo sie Geld bekommen. Und ohne Geschäftsmodell geht jede Firma irgendwann bankrott. Und das ist das Gleiche, was wir im Augenblick im Fall Griechenland sehen. Und wir zahlen im Prinzip mit den Zuwendungen der anderen Staaten die ganzen klassischen Staatsausgaben, ob das jetzt Gehälter und Löhne sind oder eben halt auch die ganzen öffentlichen Ausgaben. Also deswegen, man muss hier schon sehen, das Land hängt im Augenblick am Tropf und ohne diesen Tropf kommt es nicht weiter. Und wenn man die Situation jetzt vergleicht, was machen Länder wie Spanien oder Italien besser? Naja, Spanien und Italien haben ein Geschäftsmodell, die sind anders aufgestellt, die gehen an die Krise auch anders dran, die reformieren anders, die gehen an die Wurzel anders dran. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Spanien und Italien ein anderer Fall sein werden, deutlich weniger hoffnungslos als es Griechenland ist. Und wie steht Deutschland in diesem Kontext da? Deutschland bezahlt das Ganze. Wir haben im Augenblick in Deutschland immer noch eine ziemlich robuste Konjunktur, auch wenn hier langsam Wolken am Himmel aufziehen. Und Deutschland wird eher als Geberland hier gebraucht. Das ist ähnlich wie beim Länderfinanzausgleich innerhalb Deutschlands. Da gibt es auch Geber- und Nehmerländer. Und so scheint es im Augenblick auch in der EU dazustehen. Also eine schwierige Sachlage. Was bedeutet das nun für den Privatanleger und sein Depot? Also der Privatanleger ist natürlich in einer ganz schwierigen Situation. Auf der einen Seite bekommt er keine Zinsen mehr, wenn er gewisse Sicherheit reinkauft in sein Depot. Und auf der zweiten Seite erhält er zwar eine Rendite, eine versprochene Rendite, allerdings ein großes Risiko. Und dazwischen muss der Privatanleger sich ja austarieren. Wir raten doch sehr, sehr stark eher zur Sicherheit zu gehen, weniger die Rendite in den Vordergrund zu stellen und doch lieber mal zu sagen, ich verzichte auf den einen oder anderen Schnaps obendrauf und habe ja mein Geld definitiv sicher. Herr Bloss, vielen Dank für den Moment. Wir sprechen uns gleich nochmal wieder. Zuvor werfen wir aber einen Blick auf das Bond-M-Segment.
Und da schauen wir zunächst auf den Bond M-Index. Dieser hält sich in den letzten 3 Wochen konstant über der Marke von 93 Prozentpunkten. In den letzten Tagen hat der Index sogar versucht, sich an die Marke von 94 Prozentpunkten anzupirschen. Hat sie kurzzeitig geknackt, konnte sie dann aber nicht lange halten. Und wie das Ganze im Einzelnen aussieht, sehen wir jetzt. Wir schauen auf die Umsatzspitzenreiter. Da sehen wir an der ersten Stelle Mox Telekom, gefolgt von Air Berlin auf Platz 2, hier die Laufzeit bis 2018. Platz 3 Eterna Mode Holding und die 4 Get Goods AG. Hans-Werner Sinn, 62, Präsident des IFO-Instituts und vor allem Ökonom. Und wie kaum ein anderer Ökonom hat Sinn in den vergangenen Jahren die wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland geprägt. Mit seinem neuesten Buch Die Target-Falle hat er wieder ein neues, heikles Thema im Kontext der Schuldenkrise ins Spiel gebracht. Was mit der Target-Falle gemeint ist, darüber spreche ich jetzt noch einmal mit Michael Bloss. Herr Bloss, in dem erwähnten Buch von Hans-Werner Sinn geht es um das sogenannte Target-Salden. Was ist das genau? Target ist per Definition eigentlich ein Zahlungsausgleichsinstrument innerhalb der Eurozone. Also sprich, ein Land kauft bei uns ein und wir bekommen Gelder für diesen Einkauf, wir werden bezahlt, dann fließen sogenannte Target-Salden, die jeweiligen Zentralbanken vorhalten. Es ist im Prinzip ein sehr, sehr gut ausgeklügeltes Zahlungssystem, das hier dahinter steckt, das allerdings in den letzten Jahren immer stärker zu Ungunsten Deutschlands ausfällt. Wir haben mittlerweile 750 Milliarden Guthaben auf diesen Target-Salden bei anderen Ländern. Und nun geht die große Diskussion um, werden wir an dieses Geld jemals wieder rankommen oder ist es verloren? Und das ist auch der spannende Hintergrund vom Buch von Herrn Sinn. Das Buch heißt Die Target-Falle. Was ist denn genau die Falle? Ja, die Falle ist, Sie kommen einfach an das Geld nicht mehr so schnell ran. Sie können nicht einfach sagen, überweist uns das Ganze doch mal bitte. Im Endeffekt baut sich das dadurch wieder ab, dass Rechnungen bezahlt werden, beziehungsweise wir auch im Ausland etwas einkaufen würden und dadurch wieder ein andersweitiger Zahlungsstrom auftaucht. Also die Falle an der ganzen Geschichte ist einfach, dass wir haben hier relativ große Salden stehen, wovon man heute davon ausgehen muss, dass wir zumindest nicht mehr an alles rankommen. Jetzt hat Herr Sinn mit seinem Buch diese Thematik in den Mittelpunkt gerückt. Warum hat denn bisher kaum einer ein Wort darüber verloren? Naja, man muss schon Ökonom sein und ein guter Schriftsteller, um das Thema wirklich einfach und geflissen auch für das große Publikum dementsprechend darstellen zu können. Das ist ihm hier wohl gelungen und das bringt natürlich die Diskussion auch auf. Bisher hat es keiner in den Mittelpunkt gerückt, weil es sehr, sehr komplex ist und weil es einfach nicht so tagfähig ist, dass man sagt, okay, man spricht mal kurz in 2 Sätzen darüber. Ernst wird die Sache ja dann, wenn ein Staat aus der Währungsunion ausscheidet. Was passiert dann? Wenn ein Staat aus der Währungsunion ausscheidet, kann es natürlich sein, dass man das Geld gar nicht mehr rankommt, das nämlich aus dem Target-System auch austritt. Oder es kann einfach sein, dass man sagt, okay, man erlässt ihm diese Target-Salden. Und das ist ja auch im Fall Griechenland zum Beispiel etwas, das aktuell diskutiert wird, würde uns hier wahrscheinlich, zumindest laut Hochrechnung von Herrn Sinn, sogar etwas besser stellen, als würden wir Griechenland in der Eurozone dementsprechend reformieren. Also da gibt es verschiedene Aussagen. Das Thema ist schlicht und ergreifend, dass wir haben es noch nie ausprobiert. Es wäre ein Präzedenzfall und das will im Augenblick auch keiner ausprobieren. Und welche Bedeutung hätte das für Deutschland? Also zumindest mal deutliche Abschreibungen. Also wir würden dann schon von den 750 Milliarden das ein oder andere Volumen sehen, das wir definitiv nicht mehr zurückbekommen. Und die große Frage, die sich uns auch stellt, ist es, wie geht dieses System weiter? Muss man nicht endlich auch mal sagen, okay, man muss es dementsprechend besichern, man muss da dementsprechend etwas dahinter stellen, weil im Augenblick sind es ja alles nur Buchsalden und Buchsalden sind ja geduldig. Also das Thema wird uns in den nächsten Jahren deutlich beschäftigen und wird auch die Ökonomen zu neuen Anregungen auf jeden Fall auffordern. Wie sieht's aus? Wie sollen denn die Salden jemals wieder zurückgeführt oder zumindest ihr Wachstum eingedämmt werden? Naja gut, man kann im Prinzip das Wachstum nur dadurch eindämmen, indem man sagt, okay, ihr müsst eine gewisse Sicherheit, ein Collateral hinterlegen, wenn ihr dementsprechende Salden aufbaut. Das ist einer der Vorschläge, die aus der Wissenschaft auch kommt. Ich denke, das ist auch ein gangbarer Vorschlag. Abbauen kann man die Salden von heute auf morgen so überhaupt nicht. Michael Bloss, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen für das Interview. Sehr gerne. Und Sie sehen die nächste Ausgabe vom Börse Stuttgart Anleihenforum wie gewohnt in genau einer Woche am 9. November um 9:30 Uhr. Bis dahin machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.